Dafür gibt es sicherlich mehrere Gründe. Der wichtigste ist sicherlich, dass die Mitarbeitenden am besten wissen, wo Verbesserungsbedarf ist bei ihren Arbeitsbedingungen. Und der zweite ist, die Mitarbeiter mit einzubeziehen. Hilft immer auch, Dinge zu verändern. Da ist eine größere Zugänglichkeit dann in der Mitarbeiterschaft. Das Gegenbeispiel wäre ja, wenn dann die Führung sagt, ja, so geht's und bitte alle hinterherlaufen. So, das war, glaube ich, mal früher. Die Mitarbeiter beziehen wir so ein, dass wir alle 3 Jahre eine Mitarbeiterbefragung machen, die dann auch anonym ausgewertet wird, dann mit einem externen Berater auch ausgewertet wird, mit einem Steuerungskreis. Also wir sind jetzt eine Einrichtung mit 60 aktiven Mitarbeitern und wir haben den Kreis sehr groß gehalten, sind also 10 Mitarbeitende aus allen Hilfebereichen und die treffen sich so zwischen 2 und 4 Mal im Jahr. Und das hilft ungemein. Wir haben jetzt diese Umfrage zum 4. Mal gemacht. Das heißt, seit 12 Jahren arbeiten wir da damit. Und das Schönste ist, dass jetzt in der 4. Umfrage 83% der Mitarbeiter bei der Befragung mitgemacht haben. Also es waren immer zwischen 70 und jetzt 83% Beteiligungsquote. Heißt, es ist den Mitarbeitern wichtig. Und B, das Ergebnis ist nicht anders wie die letzten 2 Mal. Das Wichtigste ist die Mitarbeiterbindung, dann die Mitarbeitergewinnung und dann die Mitarbeiterentwicklung.